Redner für die SPD-Fraktion. Danke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, der heutige Gipfel der östlichen Partnerschaft in Riga findet vor einem Hintergrund statt, in dem der Frieden und die Gefahr einer neuen Spaltung in Europa noch nicht gänzlich gesichert und garantiert ist. Es ist gleichzeitig aber auch ein Hintergrund mit einer Hoffnung, dass 3 Monate nach der Erklärung der Präsidenten von Frankreich, von Russland, der Ukraine und der Bundeskanzlerin zur Umsetzung der Minsker Vereinbarung und der dazugehörigen Maßnahmen, es trotz einzelner Waffenstillstandsverletzungen, dass es nun zu einem friedlichen Prozess der krisenhaften Lösung des Konfliktes kommt. Das ist von zentraler Bedeutung für die Menschen, das ist von zentraler Bedeutung für die notwendigen Reformen und die Stabilität in der Ukraine, und es ist auch eine wesentliche Voraussetzung für die Weiterentwicklung der östlichen Partnerschaft und der Entstehung eines neuen Vertrauens. Es geht letztendlich darum, das friedliche Zusammenleben in unserem gemeinsamen europäischen Haus zu sichern. Und so wird der heutige Gipfel nicht ein Jubelgipfel sein können, aber er wird auch nicht der Gipfel einer gescheiterten Politik sein der letzten Jahre, sondern er muss ein Gipfel der nüchternen Analyse sein, ein Gipfel, der die gemachten Erfahrungen mit den Partnerländern Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau und der Ukraine aufarbeitet und der zeigt, dass man gelernt hat, salopp gesagt, dass eine Kleidergröße alleine nicht passt, sondern dass es notwendig ist, Bedingungen zu entwickeln, die auf die Partnerländer zugeschnitten sind, mit länderspezifischen Angeboten zu arbeiten. Und es gilt, noch deutlicher zu machen, dass die Kooperationspolitik nicht gegen einen Nachbarn gerichtet ist, sondern spürbar auf gute Nachbarschaft ausgerichtet ist. Und dafür gibt es gute Gründe. Georgien, Moldau und die Ukraine haben inzwischen ein Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet. Aserbaidschan, Armenien und Belarus streben das nicht an. Die letzten beiden wurden Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion gemeinsam mit Russland, Kasachstan und Kirgisistan. Und genau damit könnten sie wichtige Bindeglieder für eine Verbesserung des Verhältnisses Russland-EU sein. Alle Länder haben das Recht, ihre Wege und Formen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern oder Zusammenschlüssen frei und selbst zu bestimmen. Und genauso gehört zur guten Nachbarschaft mit den Nachbarn über die verbundenen Entwicklungen zu reden. Die jetzigen Gespräche zwischen EU und Russland über die Wirkung des mit der Ukraine abgeschlossenen Assoziierungsabkommens gilt es von beiden Seiten konstruktiv zu nutzen. Und es gilt zu realisieren, wie bestimmte Beziehungen der Partnerländer zum großen Nachbarn Russland ausgeprägt sind. In der Ukraine, trotz der sehr kritischen Lage, gehen immer noch 25% des ukrainischen Exports nach Russland, 33% in die EU. Da sind Verbindungen und Verflechtungen im Energiebereich, im gesellschaftlichen, sprachlichen und medialen Bereich. Aus Moldau arbeiten 700.000 Beschäftigte in Russland. Die Russische Föderation ist Moldaus größter bilateraler Handelspartner. Die europaorientierte und von den Kommunisten gestützte Regierung befindet sich angesichts eines Bankskandals im Moment in einer sehr schwierigen Situation. Aber man spürt auch in der Bevölkerung, dass ein Teil die Kooperation mit Russland will und dass ein anderer Teil genauso eine enge Kooperation mit der Europäischen Union will. Und Tausende von Moldawiern machen inzwischen Gebrauch von der Visaliberalisierung. Die georgische Regierung hat gerade erst wieder eine Umbildung hinter sich und ist bemüht, ihren europäischen Kurs zu halten, und gleichzeitig bangen die Menschen um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und sehen auch die engen wirtschaftlichen Verflechtungen mit Russland. Nicht zu unterschätzen sind die Verbindungen der Kirchen untereinander. In Armenien kommen 60% der Direktinvestitionen aus Russland und 2 Millionen armenische Gastarbeiter sind dort tätig. Der ungelöste Bergkarabach-Konflikt wahrt Russland seine Einflüsse auf Armenien und auf Aserbaidschan. Aserbaidschan ist in einer schwierigen Menschenrechtslage und derzeit wohl mehr selektiv an einer Zusammenarbeit im energie- und wirtschaftspolitischen Reich interessiert. Schließlich Belarus als Gründungsmitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion ist einer der engsten und auch von Russland abhängigsten Partner.
Gleichwohl hat das Land eine sehr konstruktive Rolle gespielt im Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Aber von erheblicher Bedeutung sind hier Verbesserungen in der innenpolitischen und menschenrechtlichen Lage sowie die dringend notwendige Freilassung der politischen Gefangenen, unter denen auch der ehemalige sozialdemokratische Präsidentschaftskandidat Nikolai Statkevich ist. Dieser Ausschnitt aus der gesamten Vielfalt der Situation in den Ländern der östlichen Partnerschaft und ihrer Verhältnisse zeigt deutlich, wie wichtig die Einbeziehung Russlands in die Gestaltung dieser Nachbarschaftspolitik ist. Und ich teile die Einschätzung, die hierzu gerade im April in einem Papier der Stiftung für Wissenschaft und Politik geäußert wurde. Die EU muss sich außerdem bemühen, in dem Gesamtgeflecht ihrer Beziehungen dafür zu sorgen, dass in dem Verhältnis zwischen Russland und dessen Nachbarn sowie zwischen den Nachbarn untereinander Verträglichkeit, Transparenz und Stabilität herrscht. Einen guten Rahmen hierfür bietet das Bekenntnis der Staats- und Regierungschefs aus der Minsker Erklärung vom 12.02.2015 zur Version eines gemeinsamen und humanitären wirtschaftlichen Raums vom Atlantik bis zum Pazifik auf der Grundlage der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts und der Prinzipien der OSZE. Diese Verantwortung gilt es einzulösen für alle. Auch für Russland, um neues Vertrauen zu schaffen. Aber es gilt auch, Perspektiven für die Partnerländer zu geben, den Weg in der Europäischen Union gehen zu können. Dazu bedarf es konsequenter Arbeit. Polen hat 15 Jahre gebraucht. Was schneller geht, das sind gute Voraussetzungen zu schaffen für Visaliberalisierung mit den Partnerschaftsländern und auch mit Russland, damit der humanitäre Raum ausgefüllt werden kann mit der Begegnung von Menschen im friedlichen Miteinander. Und deswegen ist der Erfolg von Minsk für uns alle so wichtig. Ich erteile das Wort dem Kollegen